Nein, ich wollte euch fragen, habt ihr, es gab interessante News die letzten Wochen. Eine davon hat gar nichts mit Meer zu tun, aber habt ihr das gelesen, dass ein Orang-Utan dabei beobachtet wurde, dass er eine Wunde, die er hatte, mit einer Pflanze behandelt hat Ja. und das dann geheilt ist? Ja. Total crazy. Wollte ich mal. Also ich würde. Heilpraktiker gibt es auch unter den Orang-Utans. Ja, das ist Also total. genau, dass sie Pflaster benutzen und Heilpflanzen und so eine Scherze. Und irgendwas anderes habe ich dann neulich auch noch gelesen. Da sind wir dann wieder bei der Ethik, die wir eben kurz gekratzt haben, dass bei ganz vielen Tierarten tatsächlich eine Art Bewusstsein und Selbstbewusstsein, also dass die Schwelle irgendwie gesunken ist. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das ist schon so lange her. Ja, Bis auf vor jeden einer Fall. Das Woche hatte ich auch muss noch ich. Schmerzmittel. Liegt alles im Da hast du Nebel. noch geträumt. Nein, nur geträumt habe ich es nicht. Ich habe es mir irgendwo hingespeichert. Auf dem anderen Computer. Ah Das ja. Menschenbild bröckelt immer mehr oder dass der Mensch Ja, gefunden genau. wird. Ja, das war auch nur zu erwarten. Irgendwann muss auch noch mal darüber nachgedacht werden, ob das mit den von den Bäumen runterkommen wirklich eine gute Idee war. Ja. Aus dem Wasser raus. Aus dem Wasser raus, damit fängst du Ja, an. genau, da fing es ja schon an. Ja, und dann kam auch noch eine andere News, darüber wollte ich ein bisschen reden, weil da Tiere im Wasser, und zwar um die Pottwale. Ich bin Ich so glaube. gespannt, was du jetzt machst, weil ich hatte nämlich auch kurz über Pottwale nachgedacht. Hast du auch kurz über Pottwale nachgedacht? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon mal über Pottwale gesprochen haben. Kann schon sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Manchmal. Hatten wir schon mal als Thema. Ja, naja, ist auch egal. Vielleicht erzähle ich nochmal das Gleiche, ist auch egal. Nee, bestimmt nicht. Machst du was über die Sprache? Ja, aber auch ein bisschen über Pottwale allgemein. Okay, gut. So, weil ich auch nicht mehr wusste, ob wir schon mal über die geredet haben und wenn, dann ist es 2 Jahre her. Und da irgendjemand noch dran erinnern kann, da. Deswegen Wiederholung ist immer alles. Genau, Pottwale. Und irgendwie die Pottwale sind wir auch gerade die letzte Woche über den Weg gelaufen, weil wir irgendwie auch noch mal über neulich über Moby Dick gesprochen haben und Die woher der können Name, jetzt schon wieder laufen. was Moby Dick bedeutet. Bitte was? Die können laufen. Wer? Die Pottwale, sie sind hier über den Weg gelaufen. Jetzt Ach zum Thema so. Evolution. Ah, Entschuldigung. Moby Ja. Dick. Zurück zu Moby Dick. Das war richtig dumm. ja, was der Name bedeutet, Moby Dick. Und dann hab mir irgendwie drüber geredet. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Es ist wohl, kommt von einem Wal, der Motscha genannt wurde. Das war benannt nach den Motscha-Inseln. Und der hat quasi dort Schiffe angegriffen und wahrscheinlich auch die Essex versenkt. Und das war quasi die Story, die Melville inspiriert hat, Moby Dick zu schreiben. Das heißt, der Name bedeutet nichts, aber er kommt quasi daher. Nur mal so als Allgemeinwissen am Rande. Genau, aber Pottwale und Pottwale haben mich, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe letztes Jahr 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen von Jules Verne und der hasst Pottwale. Also so, der Und hat echt. der hasst auch Dugongs. Nee, also weil Dugongs beschreibt man nämlich eigentlich schon als schöne Tiere und so. Und Aber in Pottwale. anderen Büchern nicht. Als Ja, aber in dem Buch. In dem ja. Buch. Und als sehr wohlschmeckend. Das, ja, sehr tolle Tiere, schmecken richtig gut. Genau, und die Pottwale beschreibt er als mega hässlich und bösartige Tiere, die andere Wale umbringen und dies und das. Und dann Captain Nemo und seine Crew töten dann so eine riesigen Pottwal-Schule und zermetzeln die richtig krass und so. Und das ist ein bisschen, das ist eine Stelle im Buch, die fand ich wirklich krass. Also die hat es mir sehr angetan, weil sie mich so schockiert hat. Vor allem auch, weil davor auch immer geredet wird, dass Captain Nemo halt auch immer dieses, töten nur, wenn man Nahrung braucht oder so. Nicht töten des Tötens Willens und so, weißt du, so nicht aus Spaß und keine Ahnung. Aber die Pottwale, das ist okay, weil die sind hässlich. Und das ist auch Lieber Gott. es ist wirklich krass und in dem Buch auch, also ich meine, das ist halt interessant, das ist ja irgendwie 1858 oder so geschrieben, also so Mitte 19. Jahrhundert. Und es ist halt interessant, so ein bisschen dann auch zu sehen, wie damals so, ja, die Natur wahrgenommen wurde, ne? Also eben
es gibt schöne Tiere und hässliche Tiere. Und die schönen Tiere sind quasi gut, weil wir finden die schön, und die hässlichen sind halt who cares, oder? Also dass da schon diese also Aufteilung anhand von wie erfreut mich dieses Tier irgendwie gemacht wird. Naja, genau. Aber Pottwale sind in echt gar nicht so hässlich, finde ich. Aber sie schauen halt ein bisschen komisch aus, weil sie haben halt eine riesige Nase. Also ein Drittel ihres Kopfes ist die Nase. Gehören zu den Zahnwalen und sind die größten Zahnwale, die es gibt. Und das Spannende ist, dass die haben tatsächlich nur Zähne im Unterkiefer. Also oben nicht, sondern nur unten. Und die haben ja auch dieses lange, dünne Maul. Ich weiß nicht, ob du gerade meinen Pottwal googeln willst, André, dass wir irgendwie ein Bild da haben. Weil ich hab dir ganz geschickt. Ja, genau. Also sie schauen schon ein bisschen weird aus, ne? Aber ich finde die sehr schön. Aber sie haben sehr, sehr kleine Flosse, Rückenflosse. Ja. Ja, so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Ja. So ein bisschen wie ein Atom-U-Boot. Ja. Ja. Genau, und Pottwale findet man überall auf der Welt. Also sie sind, gehören so zu den weit verbreitetsten Walen. Und sie sind krass drauf. Und zwar können die bis zu 2 Stunden tauchen. Und die tauchen super tief, also bis 3000 Meter in die Tiefsee, weil sie da jagen. Also da aber auch Tiefseehaie oder Tintenfische oder sowas. Also sie fressen nicht nur diese Kalamare. Und tatsächlich verbringen die wohl so 90% ihrer Zeit abgetaucht. Also nur ganz wenig an der Oberfläche. Jetzt ist aber die Frage, wie die überhaupt so tief tauchen können. Hm. Und das ist ganz spannend. Also zum einen haben die ja diese riesige Nase. Und da drin ist, jetzt weiß ich nicht das deutsche Wort, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Auf Englisch ist es, das wollte ich noch googeln, Spermazidöl ist da drin. Das heißt so, weil auf Englisch heißt der Pottwal auch Sperm Whale, weil vorne in dieser Nase ist dieses weiße Zeug drin und man dachte früher, das wäre Sperma. Warum auch immer man das gedacht hat. Das war wohl der Forscher, der da dran gedacht hat. Vielleicht hat man das auch nicht gedacht und irgendjemand hat das erste Mal so aufgemacht, haben so, hieß wie Sperma. Und dann ja, aber das kann ich mir auch vorstellen. Ja, möglich. Genau, und dieses Öl, das da drin ist, das ist bei normalem Druck, normaler Temperatur flüssig. Aber wenn die runtertauchen und es kälter wird und der Druck höher wird, wird es fest. Hm. Und man geht davon aus, dass das, weil die Wale sind ja, haben Auftrieb, und dass dann quasi diese riesige Nase, wenn das fest wird, dass das so wie so eine Art Tauchgewicht fungiert und denen hilft, so tief runtertauchen zu können. Krass. Das ist, ich habe an Butter gedacht, die schmilzt, wenn es wärmer ist. Also wenn man oben ist, ist es weich und warm, und wenn es kälter wird, wird es hart. Ja. Der Butterwal. Ja, ist der Butterwal. Zur Butterfahrt. Buttertauch. Ja, ich meine, auf Deutsch Pottwal heißt er, weil irgendwie wegen der Form, weil das, also hatte ich mal gelesen, weil das so an Gefäß erinnert, aber das sehe ich nicht. Hm. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja. Den Pott sehe ich nicht. Das ist mir nicht, also manchmal verstehe ich nicht die Leute, die Sachen Namen geben. Genau, ich muss es genau, und dann ist, das hatte mich nämlich auch, ich hatte letztens Lesung auch ein älterer Herr gefragt, wie denn so Tiere wie so Wale so tief tauchen können, wie sie das aushalten. Und ich konnte es ihm nicht beantworten. Aber jetzt. Aber jetzt. Genau. Also zum einen haben wir dieses Tauchgewicht. Zum anderen ist es so, dass tatsächlich bei dem Pottwal, wenn er so tief taucht, die Lunge kollabiert. Also die wird zusammengedrückt. Und das ist aber gar nicht unbedingt schlecht. Es ist dann so, dass die Luft, die noch übrig bleibt, die wird dann irgendwie so in den Kopf und so verteilt. Und das ist aber ganz gut, weil so der Stickstoff in dem Sauerstoff nicht ins Gewebe kommt. Also das, was eine Taucherkrankheit bei Menschen macht, wenn sie tauchen gehen, können nämlich auch Wale kriegen. Und das passiert manchmal. Also es wurden schon Wale gestrandet gefunden, die tatsächlich an Taucherkrankheit gestorben sind. Oh. Man weiß noch gar nicht, immer noch nicht hundertprozentig, wie Wale das umgehen, das nicht zu haben. Also, dass die vielleicht eben auch teilweise lange
Phasen haben. Infektionszeiten genau zum Auftauchen machen und dass vielleicht Tiere, die dann an Taucherkrankheit sterben, schnell auftauchen mussten, weil die irgendwie gejagt wurden oder so, ne, von Feinden oder sowas. Genau, dann haben sie, das haben sie, dann ist es halt so, dass, weil die Lunge kollabiert und die eben gar nicht so viel Luft speichern können, speichern die quasi den Sauerstoff im Blut. Und zwar haben die mehr Hämoglobin als wir, also die haben das Doppelte an Hämoglobin, die roten Blutkörperchen im Blut, und 10-mal so viel Myoglobin. Und jetzt, das wollte ich auch noch nachschauen, was das ist. Da war ich mir auch nicht mehr sicher. Myoglobin? Ah, Muskel. Ah, das ist Sauerstoffspeicher im Muskel. Das ist ein Sauerstoffspeicher im Muskel. Genau, das heißt, die speichern den Sauerstoff in ihrem Blut und in ihren Muskeln und können da einfach super viel aufnehmen, weil sie ja viel mehr als im Vergleich der Mensch davon haben. Und die haben auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, Knorpel, Gewebe, so um die Arterien. Ich denke mal, um das auch stabiler zu halten, dass das eben nicht irgendwie durch Druck zusammengepresst wird. Mhm. Und sie haben auch noch mal, um das Gehirn eben gut mit Sauerstoff zu versorgen, so ein extra Blutgefäßnetz um das Hirn, das eben extrem stark durchblutet ist, sodass da ganz, ganz viel Sauerstoff ist. Also sind da auf jeden Fall sehr gut ausgestattet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die atmen dann auch aus, wenn sie tauchen, damit sie genau diese Taucherkrankheit vermeiden, weil sie so viel Sauerstoffspeicher auf andere Arten haben. Nee. Nee? Nö, glaube nicht. Das habe ich nicht gelesen. Okay. Aber du hast halt... Nee, ich frage dich. Das glaube ich nicht. Also, weil, so wie ich das gelesen habe, ist es eben die Lunge kollabiert und dann verteilt sich nochmal die Luft quasi in, ja, im Kopf und sowas. Ach so, okay. Aber genau, das ist einfach durch den Druck, ne, wird die Luft einfach klein gepresst. Nee, aber ich glaube das nicht. Aber was sie halt noch machen, ist ihren Stoffwechsel super runterfahren, ne? Also Herz, sie einfach viel weniger Sauerstoff auch verbrauchen. Mhm. Und dadurch, wenn sie so krass lange tauchen, also wohl bis zu 2 Stunden, das ist total insane. Und auf 3000 Meter. Ja, heftig. Und, weil wir gerade beim Gehirn waren, ja, sie haben tatsächlich das größte Gehirn im Tierreich mit einem Gewicht von 7 bis 9 Kilo. Haben die nicht auch den längsten Penis? Weil eine Sache, die sich mein Bruder immer merken konnte, war der längste Penis im Tierreich. Das war auch irgendein Wal. Das hat hundertprozentig ein Wal. Kann sein. Oder damals zumindest nach dem Stand, das ist ja auch schon. Also ich kann dir sagen, ich hab neulich gelernt. Also nicht im Vergleich zur Körpergröße, sondern im Gesamt. Oh. Zur Körpergröße wissen wir ja, dass es die Seepocken sind. Ja, aber Blauwal. Das stimmt, der Blauwal. Aber weißt du, wer die schwersten Hoden hat? Das hab ich. Du hast die schwersten Hoden. Interessant. Ich habe die dicksten Eier, aber nicht die schwersten Hoden. Okay. Dann, der Südkapper. Also auch ein Wal. Ah. Mit fast 1 Tonne. Was? What? Nein. Nein. Wie groß ist der denn? Hallo? Bitte. Das möchte ich mal ganz kurz. Wie schreibt man das? Südkapper. Mit Doppel-P. Habe ich hier. Steht hier in diesem Buch, habe ich das gelesen. Aha. Marine Mammals of the World. Interessant. Ja. Das stimmt, dass ich auch das Sperm Whale mal zeigen kann. Was ist denn hier? Länge bis 18 Meter, Gewicht bis 80 Tonnen. Weibchen werden größer als Männchen. Fortpflanzung. 500 Kilogramm Hoden. 2% des Körpergewichts. Samenerguss bis zu 20 Liter Sperma. Steht auf Wikipedia. Ja. Ich schmeiße das mal in den Chat. Für alle zur Ansicht. Ja, gutes Partywissen. Also ich habe den Hoden-Fact habe ich schon die letzten 2 Tage sicher 5-mal rausgeholt. Wo bist du denn immer so unterwegs in den letzten Tagen?
divers, oder? Ich sag mal divers unterwegs. Großeltern besuchen oder so? Nein. So nicht. Ja, ich finde den gerade nicht. Englisch, Deutsch, irgendwo. Wo ist er denn? Da. 180. Das ist doch gar nicht enttäuschend. Sorry, das war die falsche Seite, das war die allgemeine Tarnwahlvorstellung. Bist du noch beim, also bei welchem Funfact bist du gerade? Bei den Hoden. Ich wollte eigentlich gerade nur im Buch gucken, ob da ein cooles Bild ist. Von den Hoden? Nee, vom Pottwal. Was habe ich hier verloren? Was ist da? 2, 3, 8. Und ist das dein neues Lieblingsbuch? Ist es ein neues Buch oder ein... Ja, also ich habe es relativ neu, aber ich habe es gebraucht gekauft. Medimops. Und es war gebraucht sehr guter Zustand. Ich habe es bekommen, war so, naja. Würde ich jetzt nicht sehr guten Zustand benennen, aber. Also es schaut schon ein bisschen abgerockt aus, finde ich. Ja, also es ist okay. Man kann es noch lesen. Alle Seiten dran. Hier, drin. Man. Ja, also es ist jetzt auch kein so mega gutes Bild. Aber schon schön. Doch, ich finde es schon schön. Ja. Nee, aber es ist ein cooles Buch. Ja. Das mal. Ah, doch, das. Ja. Das ist ein bisschen. Da sieht man dieses Maul so ein bisschen. Mhm. Das ist oh ja. Ja, die haben so einen kleinen Unterkiefer. So einen relativ zierlichen, schlanken Unterkiefer. Und das ist ein bisschen wie so eine Hand in so einem Fäustling. So. Ja. Ja. genau, aber Gehirn, ja. Sie haben ein sehr großes Gehirn. Kommen wir darauf zurück. Und, früher hat man gedacht, dass das wahrscheinlich ist, weil die Echolocation machen und dass die deswegen so ein großes Gehirn brauchen. Aber mittlerweile denkt man, nee, die brauchen so ein großes Gehirn, weil die so hart sozial drauf sind. Und, genau, so das, hart sozial. Dass vor allem ja soziale Tiere, die vor allem kommunizieren, dass die große Gehirne, wie wir Menschen, dass die große Gehirne brauchen und dass das wahrscheinlich damit zu tun hat. Und genau, und es ist so, dass Pottwale. Oh, ich habe ein Bild davon. Kommunizieren vom Gehirn. Vom Gehirn, ja. Links ein menschliches Gehirn, rechts ein Pottwalgehirn. Das finde ich gar nicht so groß im Vergleich. Ja. Aber es ist, glaube ich, 10-mal schwerer als das menschliche Gehirn. Ja, aber. Na gut. Also. Okay, schön. Also ich meine, ja, für die Größe von einem Wal schaut es klein aus, ne? Aber, ja. Ja. Aber das aber ist sehr, sehr groß. Ja. Das beeindruckt mich jetzt auch nicht so, das Bild. Nee. Muss sagen. Na gut. Zurück zur Kommunikation. Genau, und zwar machen die Geräusche. Ja. Genau, sorry. Und anders als so die typischen Walgeräusche, ne? Also da hat man ja oft diesen, sag mal, Dori-Gesang. I speak well. Kommunizieren ein bisschen anders, und zwar die haben Klicks, sehr, sehr laute Klicks. Da können wir auch nochmal googeln. Sorry, André, habe ich dir auch nichts geschickt. Vielleicht auch nochmal reinhören irgendwo. Ich habe echt schlecht vorbereitet heute. Genau, die haben Klicks. Und tatsächlich sind sie die lautesten Tiere der Welt. Ey, alles, was sie alles der Welt sind. Und sicher, können, nicht die Knallkrebse. Nee, die haben Lautstärken von 236 Dezibel. Und das ist mega laut. Also ich glaube, so Flughafen ist so 100 Dezibel oder so. Also so Flugzeuge. Standard Jets sind so 130, aber über 200 ist ja absolute Wahnsinn. Ja. Ja. Also, auch so zum Einordnen, ab 150 Dezibel platzen unsere Trommelfälle. Ja. Und deswegen wird auch gesagt, also
weil es gibt Leute, die halt mit Pottwalen schnorcheln oder sowas. Ja, dass sowas passieren kann. Ich habe auch Berichte gelesen von Leuten, die gesagt haben, dass sie quasi von diesen Klicks, dass die wie gelähmt wurden dadurch, weil das so vibriert hat. Und theoretisch heißt es auch, dass ein Mensch davon sterben könnte. Es ist aber noch nie irgendwie dokumentiert worden, dass sowas passiert wäre. Also es gibt keinen Fall, wo Pottwale einen Menschen zu Tode geklickt hätten. Ja, ich habe gerade die Schnappgarnele macht über 200 Dezibel. Ja, das ist weniger. Als ja, Pottwale. Ja. Pristolenkrebse sollen 250 Dezibel schaffen. Und nochmal kurz zur Einordnung, Dezibel ist so eine Skala für Schalldruck und die ist logarithmisch. Das heißt also, ich glaube, man kann sich das nicht gut vorstellen, weil wir sehr, sehr schlecht sind, uns Lautstärken gegeneinander vorzustellen. Aber ab 150, da, wie Julia gesagt hat, platzen unsere Trommelfelle und jedes Mal, wenn sich die Dezibelzahl um 6 erhöht, verdoppelt sich die Lautstärke. Also da irgendwie ein Gefühl für zu bekommen, was das bedeutet. Also, wenn bei 150 Dezibel uns die Trommelfelle platzen, dann ne, bei über 200 ist es halt schon viele Male lauter. Ja. Genau, und das Ganze, dass sie diese Klicks machen können, das machen sie in dieser großen Nase. Ich erkläre es nicht so genau, das wird quasi vorne, da haben sie so Stimmlippen vorne an der Nase. Und dann wird dieser Schall irgendwie nach hinten gespiegelt und so reflektiert und in diesem Spermatozidöl drin, ne, also das ist diese Melone, und irgendwie wird das da alles so verstärkt und dadurch können sie diese Lautstärke machen. Genau, aber wirklich quasi ein Drittel dieses Wals tatsächlich für Tonerzeugung da. Diese riesigen Nase, genau. Das Sperma ist da halt auch, hat dient dieser Funktion auch, nicht nur zum Tauchen. Also das mit dem Tauchen ist auch, das weiß man nicht hundertprozentig, ob das so funktioniert. Genau, und zwar machen die diese Sounds und Forscher haben sich halt die mal genauer angeguckt. Und das heißt, jetzt kannst du mal auf dieses Paper gehen, das ich auch nur flüchtig gelesen habe. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Sachen zusammen raus. Genau, auf jeden Fall. Es ist Open Access, ich schmeiß das mal in den Chat. Die machen verschiedene, ich sag mal, Klickstrukturen und die werden hier Codas genannt. Oder ja, verschiedenartige Klicks. Und genau, und die Wissenschaftler haben quasi so Tags auf Wale gemacht und haben die Wale mit Hydrofonen aufgenommen. Und ich glaube, die haben über 9000 von, also so, wie war das nochmal? Ich schau das nochmal. Können wir gleich nachher nochmal gemeinsam reingucken. Wo ist denn hier meine andere Aufzeichnung? Genau, über 9000 Codas haben sie gesammelt von diesen Tieren. Das war irgendwo in der Karibik. Die haben da, ich glaube, über 70 Tiere oder so aufgenommen, auch über einen langen Zeitraum. Und dann haben das Leute vom MIT mit algorithmischer Mustererkennung, ne, also mit Machine Learning, analysiert. Weil du damit halt plötzlich, das ist natürlich was man früher halt nicht konnte, damit kannst du plötzlich nach Mustern und Pattern, die du so als Mensch wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würdest. Das ist halt eine total neue Möglichkeit jetzt mit dieser KI. Ich würde jetzt auch eigentlich gerne, aber ich finde es auf die Schnelle nicht in meinem Buch zitieren, weil ich weiß, weil da schreibe ich auch über die Delfinsprache und am Ende ist dann auch das Thema nochmal KI, weil ich da auch meinte, dass das, glaube ich, gerade in dieser Hinsicht, dass sich da, glaube ich, sehr, sehr viel tun wird. Genau, sie haben auf jeden Fall 9000 von diesen Codas aufgenommen und am Anfang dachte man eigentlich, nur so 30 gibt. Und das heißt, diese Zahl wurde sehr, sehr größer. Und genau, diese Codas bestehen aus kleinen Klickeinheiten. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei uns in der Sprache, ne? Also wie ein Geräusch, wie ein U oder ein A. Buchstaben macht und dann nimmt man diese Geräusche und setzt die aneinander und dann hat man plötzlich ein Wort, das was bedeutet und dann kannst du ein Wort in einen Satz setzen und dann bedeutet das nochmal was ganz anderes. Und die gehen tatsächlich davon aus, dass diese Codas im Endeffekt ein phonetisches Alphabet bei den Pottwalen ist. Und
von denen, was sie ja eben gefunden haben, dass diese Codas verschieden variiert werden, ne? Also dass du nicht immer die gleichen Folgen hast, dass du nicht immer die gleiche Geschwindigkeit hast, also so eine Art Betonung und so. Und die haben das Ganze, da können wir jetzt gleich mal auch in dem Paper drauf gucken. Dieses hier oder nächste Bild? Warte ganz kurz, sorry, ich habe hier gerade. Ja. Ich muss das gerade, jetzt sehe ich euch wieder. Genau dieses Bild. Und zwar seht ihr da unten dieses Tempo, Rhythm, Ornamentation und Rubato. Und das habe ich nämlich selber auch nicht zu hundertprozentig verstanden. Also Tempo, klar, ist natürlich einfach die Geschwindigkeit. Rhythmus ist ja auch klar, ne? Also wie der Rhythmus ist, wie die Codas zusammengesetzt werden. Aber bei der Ornamentation und beim Rubato, genau, Ornamentation weiß ich auch. Sie haben herausgefunden in diesen Patterns, dass es quasi noch so einzelne Klicks gibt, die aus dem Raster rausfallen und die immer wieder so eingespielt werden. Mhm. Und sie haben keine Ahnung, was die bedeuten, aber sie denken, dass es eine Bedeutung hat, also sowas vielleicht, was Punkt oder so, oder keine Ahnung, weil es einfach zu systematisch eingespielt wird. 1-11! Zum Beispiel. Ja. Genau, und das Rubato habe ich nicht das Rubato habe ich nicht verstanden, was das Das liest sich so, als hättest du so ein Tempo, 1, 2, 3, 4 ist das Muster und der Rhythmus, aber auf einmal ist 1, 2, 3, 4 nicht mehr 1, 2, 3, 4, sondern 1, 2, 3, 4, vielleicht. Und ansonsten geht es aber so durch. Ja, das kann sein. Weil es steht da ja, in einem gegebenen Tempo kann die Coda-Länge leicht variieren. Also wenn du immer die vier gleichen hast als Code, dann geht man in anderes Tempo über. Ja, oder es geht um den einzelnen Buchstaben sozusagen. Ja, das ist schwierig. Müsste man sich mal vorspielen lassen, was sie da meinen. Haben die da... Ja, ich hatte da so ein Video und da haben die das so kurz ein bisschen angespielt. Mhm. Ich muss nochmal gucken, ob ich das nochmal finde. Ja, Musik, das ist echt cool. Genau, und auf jeden Fall haben die halt auch gefunden, also weil die haben sich, haben die auch gesehen, dass wenn die Wale, also vor allem diese Klicks, die passieren nur, wenn die in der Gruppe sind und sich unterhalten. Mhm. So, ne? Also die haben quasi diese Echolocation zum Jagen, das ist nochmal was anderes, und diese Klicks, das ist immer nur beim Socializen. Und das ist halt auch so, dass dann quasi, wenn einer was sagt, dass die Gruppe auch Sachen wiederholt, was gesagt wird, aber anders. Also die wiederholen quasi diese Codas, aber eben mit einer anderen, ja, anderen Rhythmus oder anderen Geschwindigkeit und so. Genau, deswegen sagen sie halt auch so, ja, es ist halt so ein bisschen unterhaltungsmäßig und denken halt auch, dass die Sprache, weil sie eben diese Codas haben, wie wir Buchstaben haben und unsere Laute haben, dass die dadurch halt wirklich eine richtige, ja, Sprache haben und kommunizieren können miteinander. Sie haben auch gesehen, dass verschiedene Pottwal-Gruppen haben quasi auch verschiedene Dialekte. Da wird nicht immer das Gleiche gesagt. Und man sieht auch, also die haben auch Namen, wie bei den Delfinen, dass die sich auch quasi vorstellen, wenn sie reden, weil wahrscheinlich haben sie das gleiche Problem wie die Delfine, dass sie nicht verschiedene Stimmen haben, wie wir, dass wir unsere Stimmen erkennen können. Mhm. Und Weibchen reden mehr als Männchen. Hm. Wahrscheinlich, weil sie halt eben Kinder aufziehen. Und das fand ich auch spannend, dass sie auch gesehen haben, dass die Kälber halt die ersten 2 Jahre quasi wie bei uns kleine Kinder halt nicht richtig reden, sondern so plappern. Und diese Codas findet man erst, dass sie wirklich diese strukturierten Codas machen, so nach 2 Jahren. Mhm. Das fand ich auch total spannend. Rubato ist, dass du sowohl mit Tempo als auch mit Rhythmus ansteigen oder also schneller oder langsamer werden kannst oder, ne? Aber dass das langsam passiert. Also wenn etwas, also dass du beschleunigst, das heißt also aufgeregt oder nicht so aufgeregte sprechen. Also wenn irgendwas ganz besonders Tolles passiert ist, dann wirst du mit der Sprache immer schneller. Aber wenn du dich dann beruhigst, wirst du wieder langsamer. Das ist Rubato.
Also, dass diese Sachen nicht plötzlich einen Tempowechsel haben, sondern ja, dass sie dann Stück für Stück von Ton zu Ton dann ihre Frequenz anpassen, sodass man dich quasi noch verstehen kann und dass es ansteigend und abfallend ist. Mhm. Verstehe. Verstehe. Weil ich habe gerade mal in die Supplementary-Sachen geguckt, die sind sehr, sehr ausführlich. Ich habe geguckt, ob die da irgendwie Sachen haben, aber da sind nur Pattern. Genau, weil das Paper ist halt nicht so lang, weil es ein Nature-Paper, die sind oft nicht so lang, ne? Also weil es vorgegeben ist, dass es kurz ist. Und dann ballerst du halt alle, also dann hast du halt nicht viel, genau, dann ballerst du halt alles in die Supplements rein. Ja, 17 halt Seiten auch, Supplementary. Ja, du kannst, ich habe da noch einen anderen Link geschickt, das ist dieses CT Project, das das gemacht hat. Die haben da eine ganz nice Webpage, wo sie auch nochmal so Sachen erklären. Stimmt, da sieht man auch nochmal schön. Ich schmeiß mal in den Chat. Und ich glaube halt, also ich glaube halt auch echt, das wird echt noch spannend. Also ich glaube mit KI und so und diese der Wahlsprache, ich glaube, das wird spannend in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich auch, warum ist das wichtig? Das ist wichtig für uns, falls mal Aliens auf der Erde landen, damit wir ja wissen oder schon gelernt haben, wie wir eventuell... Der zweite oder der dritte Star Trek-Film, ne? Ja. Nee, es ist so geil, das ist immer dieses Argument, das wird immer gebracht, das ist einfach so, das ist doch scheißegal mit den Aliens, das ist doch einfach total abgefahren, wenn wir in der Lage wären, also wenn Wale und so wirklich eine Sprache haben, wir in der Lage sind, mit denen zu reden. Ja. Scheiß auf Aliens. Mhm. Ja, wir haben... Wir alle über Aliens, das ist so... Ja. Ja. Es gibt eine... Dann würden die uns aber mal was pfeifen, also... Ja, Douglas Adams hatte doch recht, ja. Stimmt, Weird Beat. Dass dann rauskommt, dass die Delfine, nee, die Mäuse studieren uns eigentlich. Hm. Die Delfine sind nur eingeweiht. Und hängen so rum, weil es Fisch gibt. Jedem sein Laster. Die Website runterscrollen, André. Mhm. Die ist eigentlich so ganz hübsch. Genau, ich glaube, da kann man sich auch noch mal genauer... Schau, da steht auch Large is no brain. Ja, genau, nee, also da kann man sich... Wenn Six times of the size of a human, also ja. Ist, dann kann man sich da noch mal ein bisschen das Ganze genauer anschauen. Also sie haben echt... Ah, hier kann man sich ja noch was anhören. Will nicht. Nee. Deswegen, ich muss gerade was nachgucken, weil dieser David... Ich glaube, ist das nicht eigentlich der Typ, der... Muss ich nochmal nachgucken. Der die leuchtenden Haie gefunden hat? Aber wie kann man da Get Involved werden bei CT? André, kannst du mal auf Get Involved klicken? Get Involved. Make a difference. Starting right now. Help advance our mission. Donate. Ach, oder CT Community, Joy cool Community. Hä? Huh? Code with us in GitHub, ja, genau. Listen to the whales. Man kann sich auch beim Newsletter anmelden. Ja. Hallo John Pantone. Ja, schönen guten Abend. Achso, und Fun Hunter, das ist mir durchgerutzt. Closed Loop Communication nach CRM. Customer Relationship Management? Was ist denn Closed Loop? Closed Loop Communication? Sorry, ist ein bisschen lustig. Ich muss jetzt gerade gucken, weil da stand David Gruber und mir ist, deswegen habe ich gerade im Buch nachgeschaut. Der Typ verfolgt mich, also weil der hat auch die High-Flow-Sense gemacht und so. So irgendwie, ich glaube, wir haben selbe Interessen. Er macht die wildesten Sachen und ich bleib da immer wieder drauf hängen. Ja. Ist der gleiche Dude, der die leuchtenden Haie quasi beschrieben hat und so. Wo forscht er denn? Ja, das ist. Steht hier. Ist City University so New York. Ey, der sieht gar nicht so alt aus. Nee. Sollst du vielleicht mal hinschreiben? Das ist so.
Ja. Bin dein Fan, ohne zu wissen, dass ich dein Fan bin. Ich Ja, kann genau. ja. Also, wenn man so eigene Interesse hat, muss man mal, lohnt es sich vielleicht mal zu kommunizieren. Fun Hunter, kannst du das kurz erklären? Crew Resource Management, was meinst du genau damit? Und John Pantone, ja, welche Themen werden im Stream behandelt? Wir sprechen gerade über Pottwale und die Sprache. Da hat Julia gerade ein bisschen was von erzählt. Eben hat Inga was über Erdbeerschnecken? Erdbeerschnecken erzählt. Und ich werde auch gleich noch ein bisschen was über Bäche preisgeben. Da gibt es nämlich Es geht um ein. Meere und Ozeane. Ja, genau, es geht um Meere und Ozeane. Und die Forschung dahinter. Genau. Das ist immer eine Überraschung, Ja, was. genau, also das mit der Sprache ist auf Ja. jeden Fall total gut. Ich habe eben das Nature Paper, was hier war, ne, also einfach mal reingehaut. Das könnt ihr euch alle angucken. Das ist Open Access, da kann man also reingucken. Da kann man sich auch hinten die ganze Software und wie die es gemacht haben mit der Auswertung, wie das Machine Learning war und wie die Muster sind, falls ihr euch dafür interessiert, steht in den Supplementary tatsächlich drin, so wie ich das überflogen habe. Ich muss noch eine kurze Sache noch sagen. Ja, na klar. Und zwar, weil es mir gerade noch eingefallen, dass ich noch gelesen habe, wo sie auch noch mal quasi dieses, wahrscheinlich wird da kommuniziert, dass als es losging mit, dass Pottwale gejagt wurden, ne, weil eben dieses BMA in der Nase, das war halt super ölhaltig, ne, richtig wertvoll. Aber auf jeden Fall hat sich dann irgendwie nach ein paar Jahren quasi die Fangtrefferquote halbiert. Plötzlich. Und da ging Die haben man davon Strategien aus, ausgetauscht. ja, was sie quasi gelernt haben, wie sie dem Ganzen entgehen können und das ausgetauscht haben. Und es ist ja auch, ne, mit Moby Dick und gab wirklich Pottwale, die so Schiffe angegriffen haben. Also die haben, das ist Also die Vorgänger von den eine Orcas. Geschichte. lustig, ja, und Fun Hunter, sowas Ähnliches habe ich gesagt, hatte ich gedacht, nicht gesagt. Fun Hunter wird im Chat nochmal konkret, weil er gesagt hat, Closed Loop Communication nach CRM, weil es vorhin hieß, dass die Gruppe das Gesagte wiederholt, nur in anderer Tonlage. Das erinnert mich an strategische Kommunikation, Befehle oder Aufgaben, die man bekommt, wiederholen, damit der Auftraggeber weiß, dass die Info ist angekommen, wie du es eben auch im Sprechfunk machst. So. Feuerwehr oder Rettungsdienst, du wiederholst, ne, quasi Einsatzort so und so, geh dahin, du wiederholst das deiner Leitstelle, damit die sicher sein können, dass du tatsächlich die richtige Adresse hast und dass du hinfährst. Deswegen Wiederholung, darauf bezog er sich eben. Ja, finde ich einen netten Gedanken, dass das, ne, hast du mich auch wirklich verstanden, deswegen wiederholst du es und dann, ja, macht durchaus Sinn. Ja, Ja, also total, aber es könnte kann man auch sein, dass. hineininterpretieren. Total, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie sich gegenseitig einfach nachäffen. Das könnte man hineininterpretieren. Ja, genau. Nein. So, Oder wir André. wissen ja gar nicht, wie die Sprache aufgebaut ist. Es könnte ja auch sein, also in anderen Sprachen gibt es ja durchaus auch diese Sache, dass du durch Wiederholen eine Verstärkung hast. Meine, unsere Sprache hat sich ja auch geändert. Wir sind jetzt von der doppelten Verneinung weg, aber irgendwann in früherer Zeit, vor ein paar hundert Jahren, war doppelte Verneinung eine Verstärkung. Das heißt also, dass du durch Wiederholung eine Intensitätssteigerung kriehst und so. Ne, ist auch egal. André, wie bei Bayern ist Loriot? Nein, es nein. immer noch so. Was? In Bayern? Bayern ist es immer noch so. Im Bayerischen hast du eine doppelte Verneinung immer In noch als Bayern Verstärkung. ist alles anders. Ja, sag ich dir. Sag ich dir. Da ticken die Uhren noch anders. Ja. Ja. Bayern ist Bayern. Bayern. Ja. Ja. Schön hier, aber waren Sie schon mal in vorbeugender Haft? Oder wie war das?